ihr vielleicht schon an dem Vorspann irgendwie erahnt habt, ja, dieses Video hat keinen so schönen Anlass. Meine Mama ist total überraschend verstorben und ja, das hat uns ganz schön geschockt. Und man kann aber gar nicht so schnell irgendwie, also natürlich trauert man, aber man hat gar nicht so viel Zeit dafür, weil man erstmal so viele Sachen erledigen muss. Die Miete läuft ja weiter, also ich muss die Wohnung, die habe ich ja schon gekündigt, das ist mir auch schwer gefallen. Man muss die Wohnung auflösen und gerade die Wohnung, ja, hat für mich auch so eine gewisse Bedeutung, weil sie hat sich da wirklich wohlgefühlt. Sie ist ja, als ihre Rente begonnen hat, ist sie ja gleich nach Bremen gezogen und es war auch nicht einfach, so eine schöne Wohnung zu finden, die so gewisse Sachen erfüllt, wenn sie hatte ja vorher ein Haus und dann möchte man vielleicht nicht gerne irgendwie in eine kleine Wohnung. Dadurch, dass sie aber bei der Wohnung zwei Terrassen hatte, hat man so ein bisschen das Hausgefühl behalten und es war ein schöner Garten dabei. Das ist ja auch vielleicht wie das, was sie vorher an dem Haus hatte und man fühlt sich dann nicht so eingeengt, glaube ich. Also es hat ihr da wirklich gefallen und ja, sie war oft mit uns zusammen und das wäre alles nicht möglich gewesen, wäre sie in Vissel geblieben und ja. Also sie hat hier wirklich noch eine schöne Zeit gehabt, denke ich. Sie war total zufrieden und das tröstet mich so ein bisschen, aber ja, trotzdem war das alles viel zu schnell. Und wenn man bedenkt, dass man ja auch noch die, als sie hierher gezogen ist, gleich die Corona-Zeit hatte, wo vieles auch nicht so einfach war, ja, macht einen natürlich traurig. Und ja, wie schon gesagt, also auch die Wohnung auszumisten, das ist so, sind so Sachen, die man nicht gerne mag, wenn man in ihren privaten Dingen nicht rumschnüffelt, aber man muss ja entscheiden, kann das weg, was ist das, der ganze Papierkram, man muss sich ja alles angucken, ob das irgendwie noch wichtig ist, ob man das für irgendwas braucht, noch irgendwie die ganzen Unterlagen, die man zusammensuchen muss, für die ganzen Behörden, um auch einen Erbschein zu beantragen, das sind so Sachen, ja. Ich war dann auch noch so blöd, vielleicht ist man dann wirklich irgendwie kopfmäßig ein bisschen ausgetickt. Ich habe sogar ihre Arzttermine noch abtelefoniert, ja, was ich so ein bisschen rausgezögert habe und auch nicht sofort machen konnte, war noch im Familienkreis Bescheid zu sagen. Das ist ja keine schöne Nachricht, die man dann überbringt. Ja, also weiß ich auch nicht, es ist im Moment schwierig, sage ich mal. Also einmal hat John abends für uns Abendessen gemacht. Das war eine tolle, nicht nur eine Erleichterung für mich, sondern es war auch so entspannt irgendwie. Das ist so, das Leben geht ja für uns alle weiter und das war irgendwie, ja, es war ein witziger Abend irgendwie, wo John hier gekocht hat und sowas braucht man auch. Man braucht auch lustige Momente zwischendurch. Man kann jetzt ja hier nicht nur mit so einer Trauermine rumlaufen. Das bringt ja alles nichts. Zeigt einem aber ja wieder, wie kostbar jeder Tag doch ist. Und ja, dass man wirklich sich von vielen Sachen irgendwie ja nicht außer Ruhe bringen lassen soll oder manches nicht, sich über Kleinigkeiten nicht so aufregen soll irgendwie. Das ist es alles nicht wert. Ja, ich habe dann aber noch so viele Sachen bei ihr gefunden, so, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie das aufbewahrt hat. Also es sind wirklich Sachen unglaublich. Sie hat sogar noch hier aus dem Krankenhaus das kleine Armband gefunden, was es zu meiner Geburt gab im Krankenhaus. Die Kinder kriegen dann, die Babys kriegen ja mal, um nicht vertauscht zu werden, so ein Bändchen und ja, also da freue ich mich, dass sie das aufbewahrt hat. Wirklich niedlich. Dann hat sie tatsächlich, da war ich echt überrascht, als ich das gefunden habe, meinen ersten Ohrring, ich weiß gar nicht, Grundschulzeit oder vor der Schule, ich weiß nicht wann, haben wir meine ersten Ohrringe hier stechen lassen und das hat sie aufbewahrt. Genauso, als ich es gesehen habe, ich habe es ja nicht vermisst, aber als ich es gefunden habe, konnte ich mich genau daran erinnern, an diese Brosche. Also ich weiß nicht, wo ich sie mal herbekommen habe, aber
ja, sowas schmeißt man natürlich nicht weg. Also das sind so Sachen, ja. Dann habe ich jetzt noch diese Uhrenkette. Ups. Ja. Also vorne eine Uhr, hinten, ja, weiß nicht, sind das Stiefmütterchen. Nicht wirklich schön oder mein Geschmack irgendwie, aber ich kann mich daran erinnern, wie oft sie das getragen hat, so in den 80ern, glaube ich. Das war so, das hat sie immer umgehabt. Und das erinnert mich irgendwie so an sie. Huch, die Uhr ist leider stehen geblieben, aber ich glaube, ich werde sie... Jetzt kommt John nach Hause. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, also die Uhr werde ich, glaube ich, wirklich beim Uhrmacher nochmal nachgucken lassen. Nochmal, ich weiß nicht, ob da eine Batterie rein muss oder vielleicht kann ich die auch per Hand aufziehen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht trage ich sie doch das ein oder andere Mal. Gold ist jetzt nicht so meins, aber ich glaube, zu dem Oberteil heute wird es zum Beispiel passen. Und ja, das sind so schöne Erinnerungen irgendwie. Und ja, Dinge, das, wenn man es sieht, fällt es einem wieder ein. Ich hatte ihr irgendwann zum Muttertag, hatte ich ihr auch mal Schmuck geschenkt. Ohrringe mit einer passenden Kette und einem passenden Ring dazu. Das hat sie auch alles noch aufbewahrt. Und ja, was mir ganz besonders leid tut, weil wir das zusammen besorgt haben. Ich glaube, da habe ich damals auch ein Video drüber gemacht, als sie sich diese Uhr von Michael Kors gekauft hat. Ja, ich glaube, da habe ich ein Video zu gemacht. Da haben wir, glaube ich, noch Sushi gegessen. Wir waren zusammen in der Stadt, spontan, es war auch im Sommer. Sie hat sich diese Uhr gekauft. Ich glaube, da waren wir draußen noch im Ratskeller irgendwie ein Glas Wein trinken und haben dann spontan noch Sushi geholt und haben bei ihr zu Hause auf der Terrasse Sushi gegessen. Ja, ob es mein Geschmack ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber mein Bruder wollte sie nicht haben und dann habe ich gedacht, dann nehme ich diese Uhr. Das erinnert mich ja auch irgendwie. Und ja, dann gibt es natürlich noch lustige Sachen, die man findet. Und zwar, ja, Kinderbilder von sich. So ein typisches, ja, Grundschulbild, wo der Schulfotograf kam und ja, so sah man früher aus. Und ich weiß aber noch, den Pullover hat meine Tante damals gestrickt und ich war so stolz auf diesen Pullover. Ich fand den so, so schick. Und auch wenn ich das heute noch sehe, also für die damalige Zeit, ein tolles Teil. Dann habe ich noch ein Foto gefunden, ja, wo wir beide drauf sind. Haben wir auch irgendwie einen netten Abend gehabt und ja, so habe ich sie auch schön in Erinnerung. Also, das mochte ich nicht wegschmeißen irgendwie. Und dann, ja, tatsächlich noch ein Kinderbild oder, nein, Kinderbild nicht. Ich denke, sie war jugendlich irgendwie. Und ja, meine Großeltern hatten einen Hund. Das wird wohl der Hund gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern. Und ich kann leider nicht einschätzen, wie alt meine Mutter auf dem Foto ist. Aber ja, das werde ich auch behalten. Das ist wirklich zu schön. Und dann, ja, sie hat meine alten Zeugnisse noch behalten aus der Grundschule. Total super Zeugnis aus der vierten Klasse. Alles Zweien und textiles Gestalten eine Eins. Also man stelle sich das vor. Ja. Ja, also so viel dazu. Kurzes, knappes Video irgendwie und wenn ich die Sache sozusagen durchgestanden habe, ich glaube, dann ja, ist man so weit irgendwie, dass man wirklich für sich selber auch nachdenkt und gewisse Sachen einfach regeln muss. Also meine Mutter hat mir vor Jahren schon eine Bankvollmacht gegeben, was ich nie haben wollte. Und jetzt bin ich so dankbar, dass ich das habe und so viele Sachen dadurch regeln kann. Sonst hätte ich ja auch gar keinen Zugriff auf das Konto gehabt. Und wie gesagt, die Miete läuft weiter und beim Stromversorger, es gibt ja viele Verträge, Handyverträge und so. Das dauert ja, bis man das erstmal gekündigt hat oder ich weiß gar nicht, wie die Kündigung da akzeptiert wird. Habe ich noch keine Rückmeldung bekommen und ja, all so ein Kram irgendwie und dann hat man auch mit Leuten zu tun, ja, wo man denkt, die wird dann nur ein Geschäft vielleicht in der Situation. Das ist unschön und ja,
andere Begegnungen, die man dadurch hat, die überraschen einen total. Da denkt man, das ist für die das Geschäft, aber das ist so, so angenehm gewesen irgendwie, das sich zu einem unschönen Anlass zu treffen und dann doch irgendwie ein gutes Gefühl dabei zu haben. Also ja, ich kann es gar nicht genau erklären. Also ja, also das war's erstmal und ich habe noch viel vor mir. Die Wohnung ist ja einigermaßen ausgeräumt, bis auf die Möbel. Da bin ich schon mal ganz stolz auf mich und ja, das geht dann peu à peu weiter und ich möchte es zu meinem Sommerurlaub erledigt haben, weil ich möchte Urlaub haben. Ich brauche das dann auch. Also gerade jetzt nach dieser Sache irgendwie, ich brauche Urlaub und ja, also in diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns bald wieder und dann wird's auch ein bisschen erfreulicher, verspreche ich euch. Tschüss!